Schönen Lasertürme. 1, 2, 3. So, das muss jetzt erstmal irgendwie reichen. Nicht schön, absolut nicht schön. Auch nicht gerade effektiv, aber ne, besser als nichts. Und wir kriegen Öl. 2, 3 Akkus hier noch hin. Mit wenigstens ein bisschen Energie gespeichert, falls nur Überschuss da sein sollte. Und dann ist gut. So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen neue Türme, dafür brauchen wir neue Batterien. Für neue Batterien brauchen wir wieder neues Öl. Darum kümmere ich mich jetzt nicht. Ich werde jetzt die Schienen weiter nach unten verlegen, damit wir wenigstens ein bisschen vorankommen, was Öl 2 angeht. Auch wenn es schön ist, dass wir jetzt diesen kleinen Außenposten noch dazu extra haben. Da werden wir jetzt in den nächsten 10, 15 Folgen einigermaßen gut Öl bekommen. Also so 1,0 pro Tick statt 0,1. Das heißt, wir kriegen vielleicht auch ein bisschen schneller wieder Batterien. Und wenn es alle ist, ist es halt alle und wir kriegen einen ganz kleinen, stetigen Fluss auch noch dazu. Das ist eine ganz schöne Strecke, wo ich das mir gerade so angucke. Da ist die Basis. An der Basis wollten wir nur dran vorbei. Und hier jetzt einfach geradeaus runter. Unaufhaltsamer Fortschritt. Wenn Wald kommt, einfach C gedrückt halten. Oder eine Basis. Okay, da oben ist eine kleine Lücke. Oh, Baum. Baum. So, hier sind die Ölfelder. Das heißt, hier könnte gleich die Bahnstation hin. Weg, 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 weg. Ja, 5 Stück. Also die ersten 5. So, da haben wir direkt eine Basis. Die muss weg, bevor wir irgendwas bauen. Oh, zig Millionen Milliarden Alien-Artefakte. Davon nehme ich auch mal ein paar mit, auch wenn wir sie gar nicht mehr brauchen. So. Hm. Ich sehe hier fast nichts, aber da kommt was. Ja, also Bäume weg. Spawner weg. Mehr Bäume weg. Mehr Spawner weg. Oh, ist doch eine Menge. So, Spawner sind alle kaputt. Wieder rückwärts laufen und schießen. Aber Muni, ne, müsste reichen. Da oben ist noch eine Mini-Basis. Vielleicht hätte ich doch schon so einen kleinen Außenposten an der Bahnstation hier bauen sollen mit Lasertürmen, um solche Aktionen wie das hier einfacher zu gestalten. Und wir werden mal gucken. Ja, beißt mich doch. Ist egal, meine Schilde regenerieren das. Oh. Na komm schon. Ich will hier eine Ölbasis aufbauen. Hier keine Zeit für so einen Relevanz. Okay. Also. Wir müssen hier wieder irgendwo einen Bahnstopp hinbauen. Und in der Hand von dem Bahnstopp gucken. Bahnstopp? Bahnstopp. Anhand von dem Stopp gucken, wo wir denn genau die Kisten und so weiter aufbauen. Na, ich glaube ein bisschen weiter runter. Wo bist du hin? Da bist du hin. Gucken wir mal hier. Das heißt, ich baue jetzt einfach eine Bahn. Diese Locomotive. Einfach so aus Jux und Dollerei. Hinten Cargo Wagon. Klick. Und du kriegst jetzt mal 11 Kohle. So. Das ist Adam.
Adam Melk. Nein, du bist nicht Adam Melk, du bist OEL2. Und du fährst bitte zu Öl2. Jetzt. No path. Achso, bist du auf der falschen Seite. Hm? Du da. No path. Bist du richtig rum? Oder auf die falsch rumgebaut? Abbauen. Zug. Nee, da ist vorne. Was ist THAU? Achso, das ist Öl 1. Ah, sehr gut. So, da bleibst du stehen. Gut, dann kommen hier die Ärmchen hin. 1, 2, 3, 4, 5. Testweise schon mal die Stromversorgung. So, dass ihr das auch schön aufgeht. So, 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 so. Alles gut. Das wird sich nicht aufgehen da oben beim Öl, aber das machen wir dann später. Du bist falsch. Alles weg hier. So. Ärmchen. Ärmchen, Ärmchen, Ärmchen. Frei. Ärmchen, 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 Ärmchen. So, Kisten. Hatte ich nicht Kisten gebaut, bevor wir runtergegangen sind? Wir haben nicht genug Eisenplatten. Komm schon, Jungs. Warum tut ihr mir sowas an? Ja, okay. Da sind die ersten Eisenplatten. Jetzt bräuchte ich noch mehr blaue Ärmchen. Und nochmal eine Reihe Kisten. Obwohl, nee, hier kommt schon das Fließband. 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 So. Und dann kommen da die Fässer rauf. Wie machen wir das andersrum? Achso, wir machen einfach das zweite Feld hier andersrum. Und dann müssen das aber intelligente Ärmchen sein. So, und die holen dann nur leere Felder, leere Fässer raus. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Shift links. Nur leere Fässer. Und die tun nur volle Fässer. Den vordersten Waggon. Das stimmt so nicht. Wir müssen an das Setup von der alten Bahn denken. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo leere und wo volle Fässer waren bei der alten Bahn. Ich denke auch, dass die alte Bahn zu klein ist langsam. Wir bräuchten dann noch mehr Waggons hinten dran. Aber das Feintunen können wir dann später machen. Erstmal ist wichtig, dass wir hier... Wir brauchen noch eine dritte Reihe. Also brauchen wir noch eine Reihe Strommasten. So. Aber wir haben ja mindestens drei Waggons, eventuell bald vier oder fünf. So, so, dann muss hier der lang. So. Dann müssten hier unten theoretisch auch noch intelligente Ärmchen hin, die dann die leeren Fässer abholen. Reicht eigentlich einer. Leere Fässer abholen und auf ein anderes Fließband tun. Und das führt dann wieder hin zu der Fabrik. Können wir ja gleich hier oben hinbauen. Die Fabrik haben wir allerdings auch nicht mehr dabei. Das heißt, wir müssen... Ah, doch, da. Hier müsste okay sein. Du stellst bitte her. So, wir brauchen zwei Fabriken. Nee. Okay, du stellst bitte her. Crude Oil Barrel. Nee, es ist doch alles dieselbe Fabrik. Du bekommst von da dein Öl. Du nimmst von hier unten leere Fässer.
Tust sie da rein. Die vollen Fässer kommen darauf und werden hier eingelagert. Jo, sehr gut. Pumpjacks. 1, 2, 3, 4, 5. Mehr. Darum, darum, darum. Ding, 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 ding. So, sind alle angeschlossen. Und jetzt hätten wir hier gerne noch einen kleinen Durchgang, damit ich hier rumwuseln kann. Unterirdisches Ding. Da. So, so. Öl müsste gleich kommen. Jetzt brauchen wir noch Strom. Und zwar eine Menge Strom. So. Irgendwo hier zwischen ballern wir auch noch einen Roboport. Und dann kommt der eigentlich wichtigste Teil, die Verteidigung. Weil sobald ich hier weggehe, werden wir garantiert angegriffen werden. Achso, und die Akkus auch noch. Akku? Ich übersehe die Dinge immer da. Akku, 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 Akku. Hier wird eh gerade nichts gebraucht. Hier können überall Akkus hin. Hier zwischen können auch noch Akkus. So, wie macht ihr euch? Akkus füllen sich. Solarzellen reichen noch. Können wir das so kompakt lassen? Das wäre super. Also theoretisch bräuchten wir dann nochmal so einen Komplex. Und zwar hier unten. Da lebt ja noch ein Spawner. Was zur Hölle? Ja, da ist die nächste Basis. Also theoretisch könnten wir das so lassen und dann später hier unten nochmal so ein Ding bauen. Weil wenn wir das Ganze jetzt über die gesamte Fläche bauen, wird das riesengroß. Das ist ja fast halb so groß wie unsere Basis oben und die haben wir immer noch nicht komplett gesichert. Also ich versuche es mal so kompakt zu lassen. Roboport. Dahin. Du bekommst Repair-Module. Du bekommst eine Storage Chest. In die Storage Chest kommen noch mehr Repair-Module, kommen Solarzellen, kommen Pipes, kommen zwei Pumpjacks, ist okay. Akkus kommen rein. Ein Ärmchen kommt rein. Achso, ja, und die. Einen davon bekommst du auch, warum auch immer. So, Lasertürme. Ein da. Und dann 1, 2, 3 Abstand. Mauer. 1, 2, 3 Abstand. Mauer. So. Das war's mit meinen Verteidigungsressourcen. Yay. Ja, nichts mehr davon da. Gut, Zug kann weg. Du kannst auch weg. Du wirst umbenannt wieder in Öl 2. Und dann müssten wir in den nächsten Folgen nach oben gehen. Die Bahn abfangen. Ressourcen einsacken von der Hauptbasis. Und dann mit der Bahn hier runterfahren, um die ganzen Sachen richtig einzustellen. Und dann bauen wir auch mit den Ressourcen auf der Hauptbasis hier die Basis weiter aus. Weil so geht das auf keinen Fall. Und dann haben wir hoffentlich bald genug Öl. Ja, instant voll. Das ist so geil. Oh, warte mal. Ich kann meine ganzen Stahlbarren, die ich dabei habe, mal zu Fässern machen. Damit in der Zeit hier wenigstens nichts verloren geht. Und sobald die ersten Züge kommen, die gleich richtig proppe voll gemacht werden mit Öl. Ah, das wird schön. Rein da, rein da, rein da. Komm gar nicht hinterher mit dem Produzieren. Wie viel Prozent läuft ihr denn so? 1,3, 1,1, 1,7, 1,7. Oh, geil, 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 geil. Ja, wir werden in Öl baden. Bis gleich.